Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, ja, Unboxing-Video. Ich habe ja das Vor-Unboxing schon gemacht und habe diesen Subwoofer von Kenwood, den KSC SW11, den ich mir bei ARS24, werde ich euch unten drunter verlinken, gekauft habe für 129 Euro. Im Odin war Shoppen-Video vorgestellt, also nur gesagt, warum ich mir gerade so ein Kleen, das werde ich hier auch nochmal begründen. Und jetzt packen wir den mal komplett aus und gucken uns den neuen Subwoofer mal genauer an. Ich richte euch erstmal mit der Kamera nach unten. So. Wie gesagt, ich habe mir den bei ARS24 gekauft. Die habe ich gefunden, habe ich in meinem Video schon erklärt, durch einen dummen Zufall bei YouTube. Ich werde euch den YouTube-Channel auch mal verlinken. Und was mir an dem jetzt gefallen hat, den gibt es auch noch in einer billigeren Version. Hier haben wir einmal natürlich die Bedienungsanleitung. Hier ist alles mit bei. Hier sind Kabelsätze mit bei, alles drum und dran. Achso, hier ist nochmal Klebeband drum. Und hier ist auch eine Fernbedienung mit bei, die werde ich euch auch gleich zeigen. So, ich packe erstmal alles hier raus und dann gucken wir uns die Einzelteile gleich mal ganz genau an. Und auch den, und warum ich mir den geholt habe. Ja, ich habe, ich fand den Kanal von ARS24 toll, weil der Typ, der die Videos macht, der ist es, ich weiß es auch nicht, ob es gleichzeitig der Besitzer ist. Ich glaube aber ja, das hat er in dem Video jedenfalls gesagt. Der hier. Das ist der. Von, da seht ihr, ars24.com. Den fand ich so ehrlich und so direkt, weil ich habe einen Subwoofer gesucht, ich wollte aber halt keinen, der mir das alle mit endlos Leistung, ich brauche nur einen Subwoofer, der die Musik unterstützt. Wer Dolby-Anlage zu Hause hat, weiß, was ich meine. Und normale Boxen machen zwar einen guten Sound, aber der Bass fehlt halt bei den meisten Liedern, vor allen Dingen die Lieder, die ich höre. Und der Typ, der war so direkt und hat gesagt, wo ich mir da, der hatte so ein ähnliches Ding vorgestellt, und hat gesagt, der ist nichts für großartig Sound, dass man das Auto mit beschallen kann, also für das, was richtig verdrückt. Das ist nur ein Subwoofer, der den Sound unterstützt. Der macht auch schon ordentlich Druck, aber halt nur unterstützend. Und weil ich den Kofferraum mehr Platz brauche, wenn wir einkaufen fahren, wenn wir wegfahren und so familienmäßig, fand ich das jetzt total toll, weil kann ich unter den Sitz machen. Ich habe auch noch ein anderes von Kenwood gesehen, was mich auch sehr interessiert hatte, was man in Ersatzrad macht. Aber ich weiß nicht, welchen Golf ich mir als nächstes kaufe und ob es ein Golf wird. Und die meisten, habe ich gesehen, die haben kein Ersatzrad mehr. Von meinem Bruder, der Golf hat zum Beispiel auch kein Ersatzrad mehr. Dafür sind die Kofferräume größer. Und... Na komm her. Und da dachte ich, ist das die richtige Möglichkeit. Da ich meinem Bruder ja auch noch einen Subwoofer schulde, werde ich demnächst nochmal einen bei ARS24 kaufen. Weil mein Bruder braucht auch noch einen Subwoofer. Weil logischerweise der im Auto war, den ich ihm ersetzen sollte mit einem neuen, der ist ja geklaut. Also kriegt der auch noch einen. Und der ist jetzt für mich. Und wenn ich weiß, was ich mir für ein Auto hole... Vielleicht hole ich mir auch den für einen Kofferraum, für das Ersatzrad, für mich, und den kriegt mein Bruder. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich dann spontan. Weil ich hatte jetzt als letztes auch von Blaupunkt ihn im Kofferraum. Das war richtig erste Sahne, also das, wo das Ersatzrad drin war, richtig geilen Sound gemacht. Auch nicht großartig, nicht groß der Subwoofer, aber geilen Sound. Boah, ist ja süß. Der ist ja clean. Also der passt definitiv unter den Sitz. So, den muss ich nachher auch wieder einpacken. So, da haben wir das gute Stück. Machen wir so gekippt, dass ihr den sehen könnt. Ja, hier steht dann KSC-SW11.
11. Ja, dann noch Powered Subwoofer. Hier unten steht dann Kenwood. Das ist das gute Stück. Der ist wirklich echt klein und schnuffig. Er passt wirklich unter den Sitz rüber, runter. Man sieht auch wirklich, das, was ich geil finde, man sieht hier keine Kabeleingänge. Ja, man hat da wirklich Platz. Da kommen die hier rein. Seht ihr das? Also da kommt einmal hier für die Fernbedienung und da für Strom und Sound. Da haben wir noch einen extra Stecker, den werde ich euch gleich zeigen. Finde ich geil. Der ist wirklich klein kompakt. Hier haben wir auch noch Metallschrauben dran. Da könnte man den wahrscheinlich dann auch irgendwo befestigen. Zeige ich euch mal da. Da auch. Da auch. Und so schwer ist der gar nicht. Also der hat schon Gewicht, aber ich hätte gedacht, der ist ein bisschen schwerer. Aber cool. So. Da haben wir den. Dann packen wir als erstes das hier aus, dass ich euch das mal zeigen kann. So, der hat hier so eine Art Anschluss wie, ja, vom Telefon. Kennt ihr vielleicht vom Telefon? So ein Anschluss. Und hier ist er denn die Stellmöglichkeit. Wie gesagt, der Kabel ist auch schön lang genug. Der stand auch irgendwo drin, ich glaube 2 Meter oder 5 Meter oder was ist der? Stand der irgendwo drin? Fünf Meter ist der Kabel. Also kann man den auch im Kofferraum, den Subwoofer machen. Und die 5 Meter reichen aus, damit man das dann locker trotzdem noch in Seitenkanal oder ein Handschuhfach machen kann. Wir haben hier. Oh, hier können wir die Phase ändern. Die Hertz, oh, kann man schön stellen. Ja, die sind auch schön angeraut. Also ein bisschen, ja, also hier haben wir jetzt auf jeden Fall, seht ihr ja die Nippel hier drauf. Ja, kann man schön stellen. Und hier ist ja auch so ein bisschen angeraut, seht ihr das? Und die hat dann hier unten den Anzeiger, wo er gerade steht. Und hier können wir auch. Also kann man schön einstellen. Das ist toll. Und das hat halt den Vorteil, dass man sich das dann nach vorne packen kann. Und man ist dann nicht darauf angewiesen, dass man sich den Subwoofer immer rausholen muss, um den einzustellen. Man macht es dann halt hier dran. Wobei hier auch keine Einstellmöglichkeiten an dem Subwoofer direkt sind. Wir haben ja, wie gesagt, hier nur die Eingänge. Was ich jetzt toll finde, so ja. So braucht man auch keine Angst haben, dass er dadurch, dass er unterm Sitz ist, irgendwie an die Tasten kommt und dann sich verstellt oder so. So, dann fangen wir mal mit den kleinen Teilen als erstes an. Da haben wir denn hier einmal so eine Metallplatte, so zwei Metallplatten. Sieht da die? Ich denke mal, die sind zum. Ja, die sind hier zum Befestigen. Die kann man hier oben und unten ran machen. Ich zeige euch das mal. So. So. Und dann hat man da, hier seht ihr die Lücke, da passt eine Schraube drunter, dann kann man den auch irgendwo anschrauben. Einmal hier oben, auf der Seite hier und auf der anderen Seite dann hier oben. Oder man macht das halt so und hier unten. Also man kann an der Seite oder oben und unten. Ist ein bisschen magnetisch durch den Subwoofer. Durch den Magneten logischerweise. Also auch fest verbauen, kein Problem. Vielleicht baue ich den auch direkt unter den Sitz an oder so. Ich lasse den mir anbauen, weil ja, ich habe da ein bisschen linke Hände und ich habe da keinen Bock, da irgendwas zu zerstören. Dann haben wir hier auch noch ein paar Schrauben. Seht ihr das? Das sind 2, 4 große. Von den kleinen sind es 1, 2 und dann nochmal 1, 2, 3, 4 von der anderen Größe. Also sind 3 verschiedene Schrauben sind da drin. Haben wir das auch.
So, dann haben wir einmal hier. Das fand ich jetzt richtig geil, dass das gleich mit bei ist. So. Nee, ich werde euch erstmal das zeigen. Erstmal das zeigen und dann erklärt sich das von alleine. Fast alleine. So. Ach, hier ist nochmal eine Tüte mit Metall. Das kommt dann, glaube ich, ja, das kommt dann hier ran. So, oder? Ja. So, hier so ein Metallstück, dass man die Kabel dann hiermit so fest justieren kann, dass sie dann hier da rauskommen und nicht wild rumschlackern und nicht ausreißen. So, dann haben wir einmal hier so ein richtig fettes Kabelbündel. Das werde ich jetzt mit euch hier nicht extra komplett auseinanderbauen. Ja. Ich werde euch mal zeigen, da ist eine separate Sicherung drin. Da. Oder doch, machen wir mal am besten doch. Und sobald ich den verbaut habe, den Zapphuber, werde ich natürlich sofort auch ein Video machen und euch das zeigen und wie er schön dröhnt. Ich habe da auch die Erlaubnis von Störtepriester bekommen, dass ich ein paar Lieder von denen anspielen darf und kriege dann auch keinen Content-ID-Treffer. Fand ich richtig nett. Erstmal ganz liebe Grüße von hier aus nach Störtepriester oder zu Störtepriester. So, jetzt werden wir das mal so ein bisschen auffriemeln, dass ich euch das zeigen kann. So. So, das ist einmal der Cinch-Anschluss. Also wir haben hier einmal diesen breiten Anschluss, der jetzt ins Autoradio reinkommt. Ich werde das mal so zeigen, erstmal nochmal zusammen machen, dass ihr das sehen könnt. Das ist dieser breite Anschluss, der kommt in den Zapphuber rein, nicht ins Autoradio, in den Zapphuber. So. Und da haben wir dann ganz außen, hier wie ihr seht, einmal Cinch, rot-weiß für Sound. Für die Autoradios, die das unterstützen. Ja, einige Autoradios haben ja extra Cinch für einen Subwoofer. Hier steht auch dran Line-In. Für die Autoradios, die das nicht unterstützen, da ist dieses hier, das werde ich euch gleich erklären. So, dann haben wir hier einmal P.Cone. Das ist blau. Das ist schwarzes Minus. Das weiß ich, das kommt dann irgendwo ran gemacht. Das ist der Minuskabel. So. Der gelbe ist der Pluskabel. Der kommt dann an die Autobatterie ran. Oder so. Ja, Bat für Batterie. Da ist dann hier so ein... Seht ihr das? So ein Ding. Also braucht er nicht extra einen Kabelsatz holen. Da ist übrigens die Sicherung. So eine Sicherung, ich kenne das gar nicht mit so einer Sicherung. Mit einer 10 Ampere Sicherung. Kann man die hier, wie macht man die auf? Ich traue mir auch nicht wirklich, das aufzumachen. So. Und die bitte auch nicht überbrücken oder so. Die ist auch schon gleich alle drin. Da kann euch die Hütte regelrecht abfackeln. Ich kenne es eigentlich nur mit so einem dicken, mit so dicken roten Kabeln, wo dann vorne so eine Glassicherung drin ist. Aber so geht es auch und die ist mit, der Kabelsatz ist komplett mit bei und der ist auch dafür geeignet. Wie gesagt, ist ja hier vorne auch der Stecker dran. Ne? Wie das jetzt direkt an die Autobatterie kommen soll, ich habe keine Ahnung, ich lasse das meinen Werkstattmann machen. Ich bin bei Toms Garage. Und dann haben wir hier noch ein PC-Con. Wofür der jetzt ist, ich habe keine Ahnung. Das wird, denke ich mal, im Handbuch stehen. So, jetzt packen wir das hier erstmal wieder zusammen, damit hier nicht so viel rumliegt. Und dann kann ich euch den anderen Kabel nämlich super erklären. Den, so wie es aussieht, ich dann auch benutzen werde oder muss. Wenn da bei den neuen VWs ist ja schon immer so ein Radio mit Navi drinne. Da brauche ich mir dann kein neues kaufen. Kommt drauf an. Weil so ein kleines Pissradio will ich nicht. Ich will schon wieder eins mit großem Display. Da habe ich auch bei ARS24 ein paar geile gesehen. Aber dafür hat mir jetzt die Kohle gefehlt. Erstmal ist das Subwoofer wichtig, soundmäßig. Und der Subwoofer für meinen Bruder. So.
Dann kommen wir hierzu. Weil wenn ihr ein VW-Werksradio drin habt, die nicht zwei Cinch-Anschlüsse, also weiß und rot, haben für Bass, also für einen Subwoofer, da ist dieses hier interessant. Wir haben hier einmal Cinch-Ausgänge, die kommen in den Anschluss, was ich euch gerade gezeigt habe, vom Subwoofer rein. So, und auf der anderen Seite, so, wartet, muss ich hier gucken, dass ich hier irgendwie, so, haben wir denn hier einmal grau mit schwarz, seht ihr das eigentlich? Grau mit schwarz und weiß mit schwarz. Und da steht auch SPL und SPA. Das ist SPL, also links, und SPA rechts. Diese kommen ganz einfach an eure Anlage ran, die ihr jetzt, an die Boxen, die ihr schon habt. Das geht im Prinzip kinderleicht. So, wir haben hier praktisch diese beiden Stecker, einmal so einen breiten und einmal so einen kleinen. Seht ihr das? Und hier auch so einen kleinen und so einen breiten. So. Da kommt der, die kommen an eure Anlage sozusagen, an die linke Box. Die Kabel sind gleich, die passen. Und hier kommt der Kabel ran, der eigentlich an den Boxen dran ist. Die macht ihr ab, macht da hier ran, macht das denn oben ran. Dann geht der Sound praktisch von hier hoch in die Box, wird von der Box aber auch gleichzeitig weitergeleitet, links und rechts, und kommt dann hier auf diese, wird zu Cinch, und der kommt dann in den Subwoofer. Und das fand ich bei diesem Paket halt gerade das Geile, dass da alles mit bei ist. Weil bei den meisten, die man sich kauft, muss man diesen Kabelsatz hier, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, extra kaufen für, boah, was hat der gekostet? Habe ich geguckt. 21 Euro? 24 Euro? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Preise leider nicht mehr im Kopf. Und da hat sich denn der hier angeboten, weil da alles mit bei war und der richtig knaller Bewertung gekriegt hat. Ja, und mich kotzt das ehrlich an, dass ich jetzt hier noch kein Auto habe, dass mein Auto noch nicht da ist, beziehungsweise die Versicherung noch nicht bezahlt hat und ich das noch nicht einbauen lassen kann und ich meinen geilen Sound nicht mehr haben kann. Aber sobald das kommt, werde ich euch da natürlich auch Videos zu machen. So, wir werden aber auch hier nochmal auspacken, die Kennwortanleitung. So, dann haben wir, was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir auch noch... Ah! Auch geil, wir haben hier Klettverschluss. Seht ihr das? Das ist für die Fernbedienung, dass man die dann vielleicht so ja vorne irgendwo so festkleben kann und dann mit Klett einfach abmachen kann, wenn man ran will, oder ja, kann man dann auch an der Seite praktisch vom Kanal festkleben und dann zieht man sie sich einfach ab und ja, da kann man dann so gestalten, wie man will. Da haben wir einmal die komplette Anleitung in Italienisch, Espanol, Portugiesisch und ich denke mal, das wird Tschechisch sein oder so. So, auf der Seite. Und wenn wir die andere Seite nehmen, da haben wir es in Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch. Das werden wir auch gleich mal reingucken. Die Schrift ist schön groß, auch mit einem schönen Bauplan. Den werde ich euch auch gleich mal zeigen. Und da ist es auch super erklärt mit den Boxen. Da könnt ihr das vernünftig sehen. Und da könnt ihr auch nichts falsch machen, weil die Stecker ja schon gleich sind. Nicht, dass ihr Plus und Minus vertauscht, weil das kann natürlich auch Probleme im Subwoofer geben. Habe ich auch gelernt durch ARS24, weil ich es geguckt habe. Wie gesagt, der Kanal ist geil. So, da seht ihr dann komplette Anleitung,
wie man das anschließt. Ist im Prinzip ja auch nicht mal so schwer. Hier sind die Boxen. Und wo ist das Autoradio? Ja, hier ist das Autoradio. Da geht der Sound hier praktisch zu den Boxen. Wird dann hier zwischendurch abgegriffen und geht dann zum Subwoofer. Kriegt mein Werkstattmann natürlich. Dann soll er sich was einfallen lassen, wie er das alles macht. Auch der Subwoofer ist... Ah ja, hier und hier oben seht ihr auch, dass das... Da seht ihr, dass das Klettband dafür ist. Finde ich saugeil. Finde ich richtig geil. Ich hoffe, ich habe... Oh, scheiße. Ich hoffe, ich habe... Ich habe, hoffe bald mein neues Auto, dass die Versicherung endlich zahlt. Oh, jetzt festgeklebt. So. Dann haben wir hier nochmal Warning Winch Record. Och, na, das müsste ich jetzt nicht extra auspacken, weil, aber die Schrift ist echt klein. Aber das ist ja nur die Rent-TV-Card. Die interessiert uns ja nicht wirklich. So, alles wieder schön wegpacken. Ich muss das jetzt alles wieder so verstauen, dass er nicht kaputt geht. Der Subwoofer, bis ich dann mein Auto habe. Also werde ich den gleich jetzt wieder einpacken. Wie gesagt, sobald ich mein Auto habe, werde ich euch, und der eingebaut ist, ich werde ihn einbauen lassen, auf Nummer sicher gehen, werde ich natürlich ein Video darüber machen und euch den Sound präsentieren. Falls der natürlich bei meinem Bruder ins Auto geht und ich mir dann von Kenwood den für den Kofferraum hole, für Ersatzrad, werde ich zudem im Kofferraum von meinem Bruder ein Video machen und zum dem anderen bei mir im Kofferraum. Oder bei meinem Bruder unterm Sitz, bei mir im Kofferraum. Ich weiß noch nicht. Vielleicht will mein Bruder auch das für den Kofferraum. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Aber ich denke mal eher, weil mein Bruder ja überhaupt keinen Kofferraum hat bei sich im Auto, ich werde dem das gleiche Ding nochmal kaufen, weil der Preis ist ehrlich gesagt unschlagbar. Für die Qualität und für die Bewertung, was ich mir da durchgelesen habe, für 139 so ein klasse Teil. Also, ja, sorry, da kommt halt von der Bewertung, kommt da nichts anderes dran in der Preisklasse. In der nächsten Preisklasse sind wir dann weit über 200. In der Größe meine ich jetzt. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, ich kann es leider noch nicht testen. Ich muss warten, bis mein Auto da ist. Beziehungsweise bis die Versicherung bezahlt hat und ich mir ein Auto gekauft habe. Ich werde euch dann natürlich so schnell wie möglich mit neuen Informationen versorgen. Bis dahin bin ich erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.